Herzlich willkommen im Female Leader Stories Podcast, deinem Podcast für Karriere, Leadership und Selbstverwirklichung für Frauen. Herzlich willkommen im Jahr 2024. Yay! Du hast es geschafft, die Welt ist nicht untergegangen, du bist angekommen, genauso wie wir im Jahr 2024. Wir freuen uns riesig auf das neue Podcast-Jahr mit dir, mit wieder super spannenden Gästen, mit Duo-Folgen, Solo-Folgen, mit Folgen mit unseren Klientinnen. Also da steht einiges an. Und by the way, du darfst dir auch was wünschen. Ja, also unser Female Leader Stories Podcast ist dazu da, um dich in deiner Karriere und in deiner Weiterentwicklung zu fördern, sodass du wirklich die Karriere machst als Leaderin, die du dir vorstellst. Das heißt, schreib mir oder Danina gerne auf LinkedIn, was beschäftigt dich gerade? Ja, was ist ein Thema, was wir unbedingt aufgreifen sollen? Und wir beantworten diese Frage dann gerne anonym im Podcast. Und das kann auch ruhig ein ausführliches Beispiel sein. Also beschreib uns gerne deine Situation und wir greifen sie auf. Heute machen wir die Jahresplanung für 2024. Ich habe in den letzten Jahren schon immer wieder gesagt, wie du deine Jahresplanung machen kannst, alle Lebensbereiche mit einbeziehen, kurzfristige, mittelfristige, langfristige Ziele, Visionsarbeit etc. Das werfen wir heute alles einmal über den Haufen und machen es einfach ganz anders, nämlich super lustig, spontan, ja. Wenn du unsere Jahresreflexion schon gehört hast, dann kennst du das Spiel schon. Die Nina und ich haben uns getrennt voneinander Fragen ausgedacht für die jeweilige andere und wir beantworten sie auch selber und gehen so in eine Planung von unserem Jahr 2024 hier live im Coaching. Das ist nicht abgestimmt, was wir hier besprechen, sondern es ist from the bottom of our heart und du bekommst einen exklusiven Einblick in unsere Firma, wie 2024 aus unserer jetzigen Sicht laufen wird, ja, was unsere Schwerpunkte sein werden und wie wir uns persönlich fühlen möchten in unserer Firma und in unserer Arbeit. Und du darfst während all dieser Fragen jede Frage für dich selber auch beantworten und reflektieren. Und vielleicht drückst du da ab und zu mal auch auf den Pauseknopf oder du hörst die Folge mit jemandem gemeinsam und erzählst dann darüber. Denn ich bin so ein Typ Mensch, ich reflektiere am besten und komme auf meine besten Ideen, wenn ich rede mit den Menschen, ja. Vielleicht bist du ein Schreibertyp, ja, dann fang an zu schreiben oder schick dir selber Voice Memos, ja, also find den Reflexionsmechanismus, der für dich am besten passt. Ich bin definitiv so ein Konversationstyp, Reflexionsmensch. Dementsprechend freue ich mich sehr, dass ich die Nina heute begrüßen darf, hier im Podcast. Vielen Dank und Prosit Neujahr an alle Prosit Zuhörerinnen. Ja, Nina, wir sind definitiv schon aufgewärmt von unserer Jahresreflexionsfolge. Jeden Fall. It got very deep. Also wenn du sie dir noch nicht angehört hast, dann starte gerne mit dieser, ja, und hör dir dann die Jahresplanung an. Und das ist, glaube ich, auch die Qualität von guten Coaches. Sie stellen die Fragen, die dir sonst niemand stellt. Und daher lausche auf. Wir starten mit der ersten Frage. Nina, möchtest du wieder beginnen? Ja, voll gerne. Wie sieht 2024 deine Definition von Erfolg aus? Wow, Definition of done für 2024 ja. Erfolg. Nice, love it. Ja. Also das Jahresziel für 2024 steht ja tatsächlich schon fest. Ja. Das habe ich schon mit dir geteilt, mit dem Ilja geteilt. Und das sind jetzt mal die zwei wichtigsten Menschen, die davon wissen müssen, was das Jahresziel für die Firma und für mich selber auch ist. Und das ist manchmal so ein bisschen eine Kombi. Ja. Aber wie schaut's aus? Erfolg ist dann 2024 da, wenn wir in absoluter Leichtigkeit das kreieren, was wir kreieren möchten. So würde ich es jetzt mal als Gefühl beschreiben. Es ist genau das, was ich gesagt habe, dass Kreativität durch die Struktur den Raum kriegt, den sie braucht, um sich richtig zu entfalten. Und was meine ich jetzt damit konkret? Wir haben uns kein großes, riesiges Umsatzziel für nächstes Jahr gesetzt, sondern ein Zeitziel. What is very crazy for me als ehrgeiziger Mensch, auch mal den Ehrgeiz auf diesen Bereich zu lenken. Und der Bereich heißt dann im Endeffekt auch Balance in einer Art und Weise, ja. Ich würde jetzt nicht sagen Work-Life-Balance, sondern einfach Time-Balance. Wohin geht deine Zeit den ganzen Tag? Und erfolgreich sind wir 2024 dann gewesen, wenn wir beide in Balance unsere Zeit in den Lebensbereichen verteilt haben, wo wir es gerade sehen wollen.
Und das heißt, 2024 für 52 Arbeitswochen möchte ich 8 Wochen im Urlaub sein. Und 8 Wochen Urlaub ist schon mal geil, ja? Weil da kann man sehr viel Freiraum schaffen, sehr viel abschalten und von den restlich verbleibenden 44 Wochen nur 4 Wochen über 50 Stunden arbeiten, alle anderen 40 Wochen unter 50 Stunden zu arbeiten. So, jetzt kennst du natürlich nicht meinen Kalender, liebe Hörerin. Aber die Nina kennt meinen Kalender. Und wenn sie meinen Kalender kennt, dann mal offene Frage dazu. Denkst du, das ist eine Herausforderung für 2024? Es ist definitiv eine Herausforderung für 2024. Es ist aber definitiv eine kleinere Herausforderung, als es für Katja Version Mitte 2023 war. Ja, Weil wahrscheinlich. das habe ich ja beobachtet und ich weiß, dass es viel mit dir gemacht hat, dass ich da war, mit anderen Ansprüchen, anderen Vorstellungen, anderen Grenzen, um es einfach einmal wirklich so zu sagen. Und da habe ich wirklich beobachtet und da bewundert, wie du damit umgegangen bist. Und da hat der Shift stattgefunden. Das heißt, Ja. ich traue es dir vollkommen zu. Sehr Leicht jetzt gut. nicht, aber ich traue es Leicht dir wird's nicht, zu. ja. Und dafür sind wir ja auch beide da, damit Ja. wir uns das gegenseitiger möglich machen können. Voll. Ich glaube, es ist genau dieses Shift. Manchmal mache ich Dinge zuerst, weil ich darauf Lust habe, aber ich glaube, es wird auch dieser Shift sein, hinzu ganz klar zu wissen, was haben wir überhaupt an Zeitbudgets im Unternehmen, was braucht man für gewisse Aufgaben etc. Und dann, was darf dann noch an Neuentwicklung in der Firma passieren? Wie schnell darf die Firma dann auch wachsen? Weil in den letzten Jahren war es halt super krass, wie die Firma gewachsen ist. Wir haben jedes Jahr so gut Umsatz zugelegt, sage ich jetzt einmal. Natürlich auch deswegen, weil wir die Dinge gut auf gute Beine gestellt haben, aber auch dadurch, weil viel gemacht wurde im Unternehmen. Ja, und da war viel, viel Doing. Ich sage liebevoll immer Spaghetti an die Wand werfen und schauen, was kleben bleibt. Und ich finde, wir haben jetzt genug Spaghetti an die Wand geworfen. Jetzt kochen wir nur mal al dente mit, wie soll man sagen, mit Gefühl. Braucht man nicht mehr testen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr große Erkenntnis gewesen, dass jetzt die Zeit ist, das in so einen Rahmen zu gießen, wo man sagt, man hat Freiheit. In dem Sinn, ja. Und das passiert einfach. Und I feel it. Und eben mit deiner Unterstützung und mit deinem Spiegel, ja, weil die Nina hat ja eine Superpower und die heißt Struktur und Organisation. Und das ist genau das, was 2024 bei uns im Unternehmen dann braucht, ist diese Struktur und Automatisierung und Organisation, damit alles super smooth läuft. Exactly. Habe ich die Frage richtig beantwortet? Ja, Ich habe nämlich schon ich vergessen, finde was die schon. Frage war. Die Frage war, ist, wie Erfolg 24 Ah, ausschaut. ja, Ja, genau. Wie schaut es also denn für finde ich dich schon. aus? Geht es ja Hand in Hand, weil natürlich von all dem, was du gerade beschrieben hast, ist ja exactly my jam. Das heißt, mein Ziel ist und mein Erfolg ist, genau das zu begleiten, zu unterstützen und gleichzeitig auch noch eine aktivere Rolle zu übernehmen in dem Ganzen. Letztes Jahr war das Jahr, in dem ich eingestiegen bin. Und da habe ich aber gebraucht, um reinzukommen, meine Rolle zu finden und meine Stimme irgendwo zu finden. Jetzt, wo sie nämlich ja viel mehr Gewicht hat, als sie vorher hatte. Wenn ihr jetzt heute was sagt und wir sind zu dritt in einem Meeting, ist das was anderes, als wenn ich was sage und wir sind zu 20 in einem Call mit Leuten aus 4 Ländern. Und die Stimme aktiv zu nutzen, mich einzubringen, Entscheidungen zu treffen und dann den Mut zu haben, das zu tun, das auch zu ownen. Das ist etwas, das sie für mich persönlich, ungeachtet der Tasks und To-Dos, sondern einfach von meinem eigenen Umgang mit diesen Dingen. Die möchte ich ganz klar in den Vordergrund stellen, um mich selber in die Richtung einfach noch weiterzuentwickeln und auch in dieser Hinsicht noch über mir hinaus zu wachsen. Weil 23 war unter dem Stern von neue Skills, neue Skills, neue Skills die ganze Zeit. Und das wird sicher nicht aufhören, weil
das ist nicht die Welt, in der wir leben. Gleichzeitig ist es mir total wichtig, jetzt auch wieder noch stärker zu meinen Stärken zurückzukommen. Und dafür ist 24 mit dem, was wir vorhaben, einfach das perfekte Jahr. Goldiger, ja. Genau. Für die Nina ist 2024 the best year. Ja, so absolut. Ungefähr mit dieser Steilvorlage. Ja, super schön. Welche neue Fähigkeit oder welche Kenntnis möchtest du da aufbauen für dich? In Auseinandersetzung zu gehen. Also auch in einen gesunden Konflikt zu gehen und genau diese Stimme dafür zu nutzen. Und das schnell und effektiv und empathisch, um Situationen einfach gerade zu lösen. Und das meine ich jetzt gar nicht nur im beruflichen Kontext, sondern es war einfach so, und das sage ich jetzt mit Vorsicht, ja, aber das war immer schon so, mit Airquotes. Ja. Ich habe mich immer gern versteckt, wollte nicht in einen Konflikt gehen, ich wollte nicht in eine Situation gehen, in der ich mich mit anderen miss. Weil es für mich sehr schwierig war, wenn ich dann schlechter abgeschnitten habe. Also so wie ein Turnier oder sowas. Der ja. Wird mich wahnsinnig machen. Okay, I love it. Und in einer Coaching-Session, ja, die ich vor kurzem hatte, ja, ist genau dieses Thema aufgekommen und dass das ein wahnsinniges Lernfeld für mich ist, mit dem umzugehen, mich dort reinzubegeben und dann aber wieder rauszugehen und das auch abschließen zu können. Ja, ich gehe in die Situation rein, sie ist unangenehm, sie ist aber gleichzeitig hilfreich und wertvoll und bringt mich weiter, bringt uns und das Unternehmen weiter und dann weiterzuziehen. Das ist etwas, das mir nächstes Jahr sehr wichtig ist. Das ist eine mega Fähigkeit, ja. Und wir kennen das ja auch von vielen unserer Klientinnen, wo ich immer sage, Leaderinnen empfangen Konflikte mit offenen Armen. Das ist immer so mein Spruch. Ja, und alle so, ja, zach. Ja, aber auch für mich fühlen sich Konflikte ja auch unangenehm an. Aber da ist das Gute echt, dadurch, dass du Coach bist und you have to practice what you preach, ja, also wirklich das. Ja. Nehme ich mir immer selber an der Nase und denke mir so, wenn du es deinen Klienten dann sagst, kannst du jetzt nicht das nicht tun. Ja, also das geht einfach nicht. You gotta talk that through, ja. Und es ist ganz, ganz wichtig, dann gute Methoden an der Hand zu haben, um das beziehungsstärkend zu machen, so wie eben die gewaltfreie Kommunikation, die wir ja perfekt unserer AI-Career-Coaching beigebracht haben. Also für alle, die das lernen wollen, it's part of our Power Speech Strategy Season in der Karriereakademie für 2024. Das heißt, die nächsten 3 Monate gehen ja nur um das Thema, wir haben eigentlich eine durchsetzungsstarke Sprache und Konflikte richtig zu lösen, ist ja ein Schwerpunkt davon auch. Und dementsprechend haben wir da echt das beste Tool, um dich zu sparen, Nina, aber auch alle unsere Klientinnen und ich auch. Ja. Also ich lasse mich auch sparen da von unserer AI Career Coach, because she's always there. Ja, und die GfK, also ich bin ja auch gerne, das habe ich in der letzten Episode erwähnt, auch gerne mal jemand, die kopflastig ist, die sich Sorgen macht, die sich vorher schon überlegt, wie schlimmer Konversation entgleist wird und was alles schiefgehen kann. Und wenn mir das heute passiert, dann führe ich diese Konversation, also mein Ende der Konversation, in der GfK und denke mal, was würde ich jetzt mit der gewaltfreien Kommunikation auf das sagen? Allein das bei der Hand zu haben, beruhigt mich schon einmal intern und mal abgesehen davon, dass die Konversation, so wie ich sie mal ausmale, ja eh nie stattfindet, weil das immer das Worst-Case-Szenario ist. Es macht da intern mit mir was, das bei der Hand zu haben. Und ich habe Gott sei Dank aber auch Menschen um mich die meiste Zeit. Und das ist etwas, das man jetzt von unseren Klientinnen und ihren Arbeitsumfeldern auch nicht immer behaupten kann. Ich brauche die GfK nicht die ganze Zeit, weil das im Umfeld nicht notwendig ist und weil diese Konflikte so gar nicht so entstehen, wie wenn du mit 20 Leuten den ganzen Tag zusammenarbeitest. Ja, das stimmt. Also da gibt es natürlich auch nochmal mehr Reibungspotenzial und
Auch, das ist auch die Beschwerde, die ich häufig höre von den Klientinnen. Warum muss ich das immer jetzt lernen und mich weiterentwickeln und alle anderen sind sozusagen Jerks und dürfen so bleiben, wie sie sind? Ja, wenn du das Leben kreieren möchtest, was du haben möchtest, ja, und das ist dann ein Leben zum Beispiel. Ich bin ja auch nicht immer in so einem tollen Umfeld gewesen wie jetzt, ja, mit super tollen Klientinnen, super tollen Mitarbeiterinnen und Businesspartnerinnen und so weiter, sondern das war auch ein richtiges so Lästerhaufen einfach. Und wenn man da raussteigen möchte, dann musst du dich weiterentwickeln. Da gibt es keinen anderen Weg, weil du wirst kein besseres Leben kreieren, wenn du gleich bleibst. Und das ist halt die Choice, ja. Entweder du entwickelst dich weiter und kreierst dadurch auch was anderes. Indem du zum Beispiel sagst, nein, ich will nicht mehr in dem Umfeld oder nein, ja. Es ist frustrierend und natürlich ist es nicht fair, dass es immer an den Klientinnen Das dann Leben ist nicht hängen fair. bleibt. Und gleichzeitig ist etwas, das ich irgendwann einmal für mich selber beschlossen habe. Deine Probleme sind immer so groß wie der Horizont. Du kannst in deiner Ja. Box stecken bleiben und dann musst du ja mit nichts beschäftigen. Gleichzeitig für diejenigen, genauso wie du sagst, die sich weiterentwickeln wollen und ihr Leben selbstbestimmt führen wollen, das geht in dieser Box gar nicht. So anstrengend das Ja. manchmal ist, zahlt sich aber auch Ja. aus. Also die Ja. Energie, die man da investieren, die dafür kriegt man ja die Belohnung dann. Ja, total. Super schön. Die Fähigkeit, die ich nächstes Jahr aufbauen möchte, im beruflichen Sinne Storytelling. Also dieser Begriff tanzt schon seit 2 Jahren um mich herum und ich habe noch immer nicht dieses. That's how you do it. Und es ist noch nicht so natural, wie ich es gerne hätte. Und das brauche ich natürlich ganze Zeit in meiner Arbeit im Sinne von, ja, neuer Workshop. Jeder Post ist Storytelling, jeder Newsletter Storytelling, jeder Bühnenauftritt. Und da stehen nächstes Jahr extrem geile Veranstaltungen auch nochmal an für mich als Speakerin. Und da möchte ich da zulegen, diese Stories besser erzählen zu können, besser emotional abzuholen. Das im beruflichen Sinn und im privaten Sinn auch echt, ja, das, was vereint mit dem Jahresziel, ja, mit dem Zeitziel. Einfach ich weiß noch gar nicht genau, wie ich beschreiben soll, aber Leichtigkeit als Fähigkeit zu haben im Leben. Und per se habe ich das immer schon wieder so, zum Beispiel in einer Coaching-Session würden alle Menschen sagen, ich habe sicherlich den spaßigsten und lustigsten Job auf der ganzen Welt, weil ich so viel Spaß habe dabei. Und gleichzeitig diese Leichtigkeit immer und jeden Tag in jeder Situation zu fühlen und selbst wenn es mal kurz nicht da ist, sie immer wieder zu kreieren, damit es einfach das beste und schönste Leben wird. Und ich glaube, das ist die Fähigkeit dazu. Auf jeden Fall. Und ich finde es so schön, dass du es als Fähigkeit bezeichnest, weil Leichtigkeit für viele ein Ergebnis von etwas ist. Leichtigkeit passiert, wenn 10 Bedingungen erfüllt sind. Ja. Und in Wirklichkeit ist es ein Skill, Ja, ist Leichtigkeit zu es. schaffen. Weil das heißt nicht, dass 2024 einfach wird, aber es soll sich so anfühlen und ergo muss ich ja was können dafür, dass es so anfühlen wird. Ja, weil wenn ich der gleiche Mensch bin wie 2023, dann wird es sich nicht anders anfühlen. Ja. Und ja, voll. Super schön. Next question. Was sind 2024 deine Nichtziele? Oh, that's a good one. Projektmanagerin hier Yes. ausgepackt. Nichtziele, boah, voll interessant. Haben wir noch keine Gedanken drüber gemacht. Ja, überlege auch schon die ganze Zeit, weil ihr, ne? Ich muss mir echt überlegen. Also, liebe Hörerinnen, ihr dürft mitdenken. Was du nicht möchtest nächstes Jahr. Nichtziel ist definitiv, weil das war die letzten Jahre irgendwie so für mich, ja, möglichst schnell irgendwie auch ein Team aufbauen, was mir die Arbeit abnimmt, etc. Und das gehört jetzt eigentlich zum Nichtziel für 2024, schneller Team aufzubauen, sondern so wie ich auch schon gesagt habe, diese Erkenntnis von hiring slow und dann, wenn es passt, das ist das Ziel und das Nichtziel ist einfach nur Arbeit an jemanden abzugeben, sondern wenn ich mein Team mir vorstelle für die nächsten Jahre, dann ist das wirklich so ein A-Player-Team, ja, wo ich ganz genau weiß, jede Person hat den Hut auf für eine Sache und das passiert nicht einfach so. Und daher, Nicht-Ziel ist einfach nur Arbeit auslagern.
Das fühlt sich nicht mehr stimmig für mich Ja, an. also nicht Arbeit abgeben, sondern dann an die passenden Personen Verantwortung Verantwortung abgeben. abgeben statt Arbeit abgeben. Eine gute Erkenntnis. Lass mich nochmal weiterklicken. Gerne. Ich werde hier auch gerade gecoacht. Ein Nicht-Ziel ist es, aber das ist hart. Das ist so hart. Und da bin ich mir selber noch nicht sicher. Also, ich weiß gar nicht, ob ich das öffentliche aussprechen wird. Aber schau, ich mache es mal so diplomatisch, damit du es verstehst. Nicht-Ziel ist es, eben den Fokus wieder zu streuen und das Umgekehrte zu machen, nämlich den Fokus zu pointieren in jeglicher Hinsicht. So. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Für den Zeitpunkt, ja. Ja, verstehe, was du meinst. Ja. Also zielgerichtet zu arbeiten. Ja. Sehr zielgerichtet. Und vor allem nicht eben den Fokus nicht zu streuen auch in Dingen, die wir uns vornehmen, sondern da sehr fokussiert zu bleiben. Und was das genau als Nicht-Ziel jetzt ganz konkret ist, das werden wir zwar noch Ja, besprechen. auf jeden Fall. Genau. Was sind für dich Nicht-Ziele? Das schließt jetzt an das, was ich in der letzten Episode gesagt habe. Für nächstes Jahr ist es nicht mein Ziel, noch 7 neue Skills zu lernen, sondern Nur sechs. die Skills, die da sind, zu vertiefen. Ich bin da drauf gekommen, ich bin ja genau dort gelandet, wo viele unserer Klientinnen sich ein bisschen in einer Zwickmühle fühlen, in diesem Generalistinnen-Dasein, dass ich kann von vielen Dingen ein bisschen was. Und mit dem komme ich auch gut zurecht, weil es macht mir Spaß. Gleichzeitig habe ich natürlich immer wieder das Gefühl, ich kann nichts so wirklich. Das stimmt natürlich nicht, das ist jetzt nur mein Gefühl. Und für dieses Jahr ist es mir sehr, sehr wichtig, dass vor allem was das Coaching angeht, jetzt wo er die Ausbildung abgeschlossen ist, dass sie da ganz zielgerichtet mein Stil findet und vertieft und weiterentwickelt. Und dort möchte ich einfach reingehen, damit ich eine größere Werkzeugkiste habe, damit ich so wie du, weil das Wort Leichtigkeit mir so gut gefällt, damit an der Leichtigkeit noch mehr dabei bin. Und diesen Raum für unsere Klientinnen halten kann, wo sie dann nach dieser Sitzung rausgehen und sich gut fühlen und leicht fühlen. Und dafür möchte ich das auf jeden Fall vertiefen. Wie gesagt, das bedeutet nicht, dass ich keinen neuen Skill aufklauben werde. Das wird unmöglich, dass ich mir da weigere und das möchte ich ja gar nicht. Der Fokus ist aber nicht noch weiter zu streuen und das sind wir eigentlich Ja. beim selben, sondern zu Fokussieren. fokussieren auf das, was mir wirklich liegt, was mir unheimlich Spaß macht und diesen Luxus auszukosten, dass sie das jetzt kann, dass ich in einer Situation bin, in der man das rauspicken kann, weil das ist ja absolut nicht selbstverständlich. Also nicht Ziel ist, noch 20 Dinge anzuschneiden. Ah, jetzt sind wir schon bei 20. Ja, genau. Auch ein Nicht-Ziel ist, meine Übertreibungen abzulegen. Das mache ich gern. Ich bin sehr hyperbolisch unterwegs. Und auch ein Nicht-Ziel ist, alles perfekt zu machen. Weil das geht jetzt natürlich einher mit meinem Anspruch, Dinge zu vertiefen und dann muss ich das natürlich wieder perfekt machen. Nein, ich möchte mit mir selber und meiner Fehlbarkeit noch mehr in Ordnung kommen und diese Vorstellungen davon, wie ich zu sein habe, damit ich gut bin, gehen lassen. Ja, voll No, gut. weiß ich noch nicht genau, wie das laufen wird, aber That hab ganzes doesn't Jahr matter. Zeit dafür. Das Megamäßigste ist, wir können jetzt nachher einfach das Transkript unserer Podcast-Folge hernehmen und dann werden wir uns einfach von unserer AI-Career-Coach einen Trainingsplan zusammenstellen lassen für das Jahr 2024, wie wir das machen. Simple Das ist eine love richtig her, gute simple Idee. love her, Ja. ja. Also, wer noch nie unsere AI-Career-Coach getestet hat, der sollte das jetzt tun. Wir haben nämlich am 10. Jänner starten wir mit unserer Power Speech Strategies Workshop Series auch. Und wie gesagt, du kannst alle Erkenntnisse, die du jetzt hier reflektiert hast,
dir in einen Trainingsplan auch gießen lassen von ihr. Works magically. Und du hast schon mal Inspiration, wie das dann auch Realität wird. Weil Realität wird geschaffen durch unser tägliches Verhalten. Ja? Und wir können uns viele Ziele setzen, viele Visionen vornehmen. Ja, super viele Menschen da draußen haben die besten Ideen, die es nicht gibt, weil sie nichts tun dafür. Ich meine, die Gefahr sehe ich jetzt nicht, ja. Aber gleichzeitig, wenn man es nochmal mehr reingießt, dann in was ist es konkret, was ich jetzt tun kann, wie ich anfangen kann, mein Verhalten dahingehend anzupassen, ja, dann sollte man sich diese Inspiration gönnen und holen. Jetzt, wo du es gesagt hast, muss ich das unbedingt machen. Das ist richtig Möchte cool. das unbedingt machen? Ja, Mache ich das unbedingt? mache ich das unbedingt. Das stimmt, ja. Power Speech. Ja, Power Eins Speech wieder is null. everywhere. Ach, es ist so Wahnsinn. Also wir spielen dieses Spiel, ja. Also wer auf LinkedIn mir folgt, der hat ja den ganzen Advent mitbekommen mit Power Speech Advent mit 24 Power Speech Tipps. Das intensivieren wir jetzt in der Karriereakademie nochmal mehr. Und auch wir sind nicht gefeit davor, da in die Falle zu tappen und auch mal ein Wort zu verwenden, das dann ja artikuliert, dass da noch mal was dahinter steht. Ja? Wenn wir sagen, wir müssen etwas tun, dann haben wir das Gefühl, dass es notwendig ist, aber dass es mit einem gewissen Aufwand oder Schmerz vielleicht noch verbunden ist, anstatt wenn man sagt, ja, das mache ich, dann hat das eine ganz andere Forward-Wirkung, das Wort. Und ja. Die Selbstbestimmung wieder, die da reinkommt, wenn das Die Muss Selbstbestimmung, ja. ausfällt. Ja. Ihr habt die Weil Wahl. es ist ja das Erste, das wir fragen in einem Coaching, wenn jemand sagt, ich muss Wer XY. sagt? Wer sagt, dass du musst? Ja. Genau. Und die meisten sagen ja, I. Okay, aber welcher Teil von dir sagt, dass du musst? Ja, was ist das für ein Teil? Ja, wer gibt dir diesen Befehl da gerade? Ja, Und wozu ist das gut, dass du und musst? was Ja. wird passieren, wenn du sagst, ich mag? Ja. Was hätte das für eine Qualität? Ja, also hier, Coaching Coaching gleich live. mal so reingeworfen. Absolut. Ich glaube, ich bin wieder dran, oder? Ja. Welchen Beitrag möchtest du nächstes Jahr zur Gesellschaft leisten? Für mich war es 2023 ein großes Ziel, meine Zeit zu spenden und freiwillig zu helfen. Das war eines der Ziele für 2023, das von der Erfüllungsquote, würde ich jetzt einmal sagen, am niedrigsten ist, einfach weil es zeitlich so eine Herausforderung war. Das ist mir wichtig, 2024 wieder aufzugreifen. Ich bin mir aber noch nicht sicher, wenn es einfach zeitlich, energietechnisch nicht möglich ist, welche anderen Wege finde ich, wieder einzubringen und wo kann ich Menschen was Gutes tun? Was ist das Thema, was dich begeistert? Also welchen Unterschied machst du denn? Was mir einfach wichtig war, war, was zu tun für Menschen, die es nicht so gut haben wie ich. Und das kann jetzt viele Gruppen betreffen. Angefangen hat es damals, als die Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind und zu uns gekommen sind und bei uns in den Tageszentren zum Beispiel versorgt wurden. Das war so irgendwie dieser Auslöser für mich damals. Und dann ist es übergegangen zu anderen freiwilligen Aktionen. Aber das ist irgendwo, wo mir sind einfach meine Privilegien sehr bewusst geworden, was dazu geführt hat, dass dieser Drang aufgekommen ist, dieser Wunsch aufgekommen ist, was zu machen für Menschen, die diese nicht haben. Und da möchte ich 24 einen Weg finden, wie ich das aktiv und regelmäßig machen kann, aber ohne das Müssengefühl. Das ist es nämlich, das einfach schwierig war für mich 2023. Die Lösung habe ich noch nicht, aber da so möchte ich beitragen. Gleichzeitig habe ich natürlich jetzt auch als Feministin, das ist ja auch etwas, das mir 2023 zugute gekommen ist durch den Jobwechsel, habe ich natürlich mit meinem Job einen Impact auf etwas, das mir sehr, sehr wichtig ist. Und durch den Jobwechsel habe ich da einen ganz anderen Beitrag leisten können oder leiste ich jetzt einen ganz anderen als vorher. Und das war schon eine riesen, riesen Veränderung für mich. Und ich bin ja stolz, dass sie das macht. Und gleichzeitig ist es mir, möchte ich da noch eine Scheibe drauflegen. Also das ist ja das Besondere an unserer Arbeit,
Im Endeffekt spüren wir den positiven Impact, den wir haben auf das Leben der Menschen jeden Tag, indem wir die Erfolge mitfeiern dürfen, mit unseren Klientinnen sehen dürfen, wie sie eben leichter rausgehen aus einer Coaching-Session motiviert, ihren eigenen Zielen und Träumen zu folgen und zu wissen, dass sie das können. Ja, das ist dieser ganz unmittelbare, ganz greifbare Impact, den wir jeden Tag spüren. Und gleichzeitig ist das unsere Arbeit, ja. Und darüber hinaus, da sehe ich es genauso, ja, haben wir so viele Geschenke, wo es sich lohnt, den Menschen was zu geben, die nicht so viele Geschenke haben, aktuell im Leben. Aber durchaus, und das ist immer mein Zugang, durchaus auch denen die Möglichkeit zu geben, auch selber in diese privilegierte Situation zu kommen. Und das ist immer mein Zugang zu Charity, sage ich jetzt mal, oder zu was beitragen in der Gesellschaft. Ich will immer empowern. Und das ist das, was ich beitragen möchte, ist eigentlich Empowerment und jedem Menschen die Möglichkeit zu geben, auch in diese privilegierte Situation zu kommen, auf eine Art und Weise. Ja, es wird nicht vielleicht für jeden genauso dann sich anfühlen, aber schon diese Besserung in jedem Lebensbereich dann aus der eigenen Kraft heraus zu bewirken, weil ich glaube, das ist das, was so schön ist, wenn du zwar vielleicht eine Starterhilfe kriegst von jemandem, aber weißt, dass du es geschafft hast und dass du es kreiert hast, das Leben, was du dann lebst. Und das möchte ich 2024 geben. Menschen, die vielleicht nicht in unser Coaching investieren können, auch wenn zum Beispiel die Karriereakademie ja ein Format ist, was wir genau deswegen kreiert haben, um es leistbar zu machen, das Coaching auch für jede Frau, auch nochmal andere Frauen einzuladen, in einer Art und Weise in dieses Empowerment zu kommen und sie dabei zu unterstützen. Und ich glaube, das ist das etwas, was ich auch gelernt habe, weil ich vielen Menschen auch Zuhörer, die schon ein Vermögen haben und sagen, das Wichtigste, was du eigentlich spenden kannst, ist A, das, wo du richtig, richtig gut bist, weil da zahlen dir die Menschen sehr viel Geld dafür, das hat einen riesigen Wert auch für andere Menschen, oder jemanden zu bezahlen, der in was anderem richtig, richtig gut ist und lass den Menschen dann seine Magic machen. Ja, also vom Ansatz her finde ich das total spannend, weil immer dann reflektiere, ja, okay, was kann ich am besten? Und das ist Menschen empowern und in diese eigene Stärke bringen und nicht da. Und that's in my head already, wie wir das auch machen können 2024 für noch mehr Frauen vor allem, weil das natürlich unserer Brand auch natürlich sehr nahe ist und wir da auch die meisten Tools dafür haben. Wie bringen wir Frauen, die sich vielleicht das Coaching jetzt aktuell nicht leisten können, eigentlich in eine Situation, dass sie es sich in 3 Jahren leisten können, ZB? Also eigentlich auch so krass zu empowern, dass ihr ganzes Leben sich ändert dadurch. Und ich weiß nicht, ob das jetzt arrogant klingt oder ähnliches, aber ich glaube, wir schaffen das. Und ich glaube, da kann man echt einen Unterschied machen. Ja, und ich finde es schön, dass die beiden Dinge, die wir uns überlegt haben, sehr nahe sind, weil führt ja dann dazu, dass wir mit was auch immer wir uns da ausdenken werden, Ich habe schon einen Gedanken. beide unsere Werte da mit abdecken können und damit viele Menschen erreichen. Also da bin ich gespannt. Wieder einen Cliffhanger eingebaut, Katja, Yes. du hast dir schon was Also überlegt. Storytelling funktioniert schon gar nicht so schlecht. Ja, siehst. Das heißt schon was Gleich gelernt. zu Jahresbeginn schon einmal die Kurve nach oben begonnen. Ich habe noch 2 Fragen. Das heißt, noch 2 Fragen, Nina. Und dann schließen wir die Jahresplanung 2024. Weil es für mich so spannend ist gerade, weil sich das jetzt zum Jahresende 23 so oft aufgedrängt hat bei mir. Was sind drei Dinge oder mehr, wenn du magst, die du 2024 ausprobieren wirst. Also, ich werde sicherlich das erste Mal in meinem Leben einen Hund sitten. Ja. und das hat den Hintergrund, dass wir planen, uns einen Hund zuzulegen, ja.
Und ich weiß noch nicht, ob es 2024 oder 2025 sein wird, aber was relativ nah in der Zukunft ist, ist einfach mal einen zu sitten, ja, um diese Experience zu haben und das für mich auszuprobieren. Because somewhere in my mind, I have the feeling that I'm a dog person. Aber ohne es wirklich in der Realität mal direkt durchexerziert zu haben. Und das werde ich definitiv ausprobieren. Also, that's a big thing. Was werde ich, also ausprobieren heißt etwas, was man noch nie gemacht hat, oder? Machen. Ja. Okay, sehr, sehr spannend. Ich werde ausprobieren, eine Zeit lang vegan zu leben. Das habe ich mir für mich selber auch schon vorgenommen. Das hat sich jetzt auch so in den letzten Wochen für mich irgendwie kristallisiert, dass ich das mal eine Zeit lang machen möchte. Ich weiß noch nicht, wie lange oder how etc. Aber das möchte ich ausprobieren für mich. Was noch? Oh, ich will höchstwahrscheinlich somehow ein Elektroauto mir anschaffen. Und das heißt, ich würde ausprobieren, Elektroauto zu fahren. Bin ich nämlich noch nicht. Und ich glaube, es ist anders, Ja, von ist es Beschleunigung und vom total. Fahren her und so weiter. Und das würde ich wahrscheinlich ausprobieren. Würden wahrscheinlich noch tausend Dinge auch einfallen, aber das sind die ersten drei, die mir gekommen sind. So coole Mischung. Ich bin vor kurzem das erste Mal Elektroauto gefahren und dann auch noch in Australien, das heißt Ja, auf der anderen auf der Seite. anderen Seite, und beides in Kombi war Puh. Herausforderung. Aber ich habe es überlebt, also. Meine Linksfahr-Experience in Australien, die ersten 3 Minuten waren katastrophal. Ich bin an den Straßenrand gefahren, bin aus dem Auto ausgestiegen, so mich hingestellt, Powerpause, einfach nur mal durchgeatmet haben, denk so, Ja, ich habe sehr weil lang rausgezögert. Ja. mitten in der Stadt nämlich angefangen zu fahren, es war Es ist schon so eine Umstellung, challenging. ja, total. Also da bin ich gespannt, was du dann erzählst, wenn du es ausprobierst. Für mich, was ich ausprobieren möchte, ist Judo, um in eine Konfrontation zu gehen. Das ist auch der Gut. wieder der Retour-Teaser zur vorherigen Episode, um zu lernen, mich in eine Konfrontation zu begeben und dann wieder rauszubegeben, und das Leben geht weiter. Dann ausprobiert habe ich es jetzt in dem Rahmen noch nicht, ja, aber für mich ist, es klingt jetzt sicher total, total dramatisch für das, was es ist, ja, aber Tanzen ist für mich ein absolutes Traumathema. Tanzen ist ein echtes Problem für mich. Wirklich? I Noch. cannot. Ja. Aktuell, Noch. wenn ich allein zu Hause bin und alle Jalousien unten sehen, damit wir die Nachbarn nicht sehen, dann geht's. Darüber würde ich gerne hinauskommen. Das heißt, da, ich weiß noch nicht, in welchem Rahmen die das machen will und ob ein Tanzkurs oder sowas für mich in Frage kommt, aber auf die eine oder andere Weise werde ich mir da einmal durchtanzen. Ja. Und was anderes, das noch total spannend ist, das sie machen möchte, das geht ein bisschen mehr in Richtung Zwill, und das ist jetzt ein nichts, das sie noch nie gemacht hat. Aber 2024 werde ich mir selber beweisen, dass ich nicht zu blöd bin für Mathe. Es ist gut. Das trage ich seit Volksschulalter mit mir herum. Das war der Grund, warum es 4 Jahre gebraucht hat, dass ich angefangen habe, ein Informatikstudium zu machen, weil ich Angst hatte vor Mathe und dass mich achtkantig raushaut, weil ich durchfliege, weil ich zu blöd dafür bin. Und dann habe ich, Schau, geschafft hast du es. und geschafft Das ist habe ich der es. erste, das ist der erste Beweis. Der erste Beweis ist, ich habe nicht viel verstanden von dem, was man gemacht hat, aber ja, I did it. Und ich möchte mir das selber beweisen, dass das etwas ist, dass ich selber reinforced habe, dass mit der Realität von dem, was man hören kann oder nicht kann, nichts zu tun hat. Natürlich gibt es Dinge, die liegen mal mehr als Mathe. Das ist in Ordnung. Bedeutet nicht, dass ich zu blöd bin für Mathe. Und das sage ich mir schon mein ganzes Leben. Und vor allem, dass kein Hindernis ist für what you wanna do. Ja, weil ich Also habe es bis das hierher geschafft. Also, genau, also im ja. Sinne von, jeder hat ja sowas, ja, wo er sich denkt, ah, das kann ich nicht oder ähnliches. Und in dem Moment, wo es dann ein Block, eine Hürde wird, so etwas, was du eigentlich tun möchtest, wie Informatik studieren, dann wird es belastend und Ja. dann darf man es anschauen, ja.
Mega. Ich weiß auch noch nicht, wie du dir das beweist, aber vielleicht machst du so einen Känguru-Test oder wie heißen die? Diese. Ja, also Ist ich das nicht hätte. Känguru-Test gewesen, diese Mathe-Tests in der Ja, Schule? ja. Du meinst meine absoluten Endboss-Angstgegner? Ja, was ich hätte halt überlegt, dass sie einfach. Es gibt ja genug Gratis-Ressourcen da draußen. Und dass ich mir die einfach heranziehe, dass ich muss gar keinen standardisierten Test durchmachen, der mir sagt, dass ich jetzt Schulmathe kann. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich mal Schulmathe beibringen möchte. Es geht mehr darum, in diese Denke reinzukommen, so wie es damals auch beim Programmieren im Informatikstudium war, wo es einfach eine gewisse Art und Weise ist, ein Problem zu lösen, das du lernst, gar nicht so sehr die Wörter, die du brauchst, um zu beschreiben, was es machen soll, weil die kann ich eh nachschauen. Und das ist es eher. Und vielleicht finde ich da einen coolen Weg, aber diesen Moment, wo ich, diesen Aha-Moment, wo ich ein Problem mit Mathe lösen kann oder ein Mathe-Problem lösen kann, den Moment werde ich identifizieren. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Der wird mir auffallen. Okay, ich werde das testen, indem ich dir Excels gebe mit komplizierten Formeln. Sehr cool. Ich liebe nämlich Excel. Ja, Excel mag ich ja, aber Naja, das ist auch Mathe. ja, natürlich ist es Mathe, aber es macht die Mathe ja für mich. Ja, du musst es nicht mehr ausrechnen, aber du musst die richtige Formel finden für das, was du lösen möchtest. Also, Ja. das ist ja the thing. Ja, das Dass es der hat. Computer dann nachher ausrechnet, das finde ich heutzutage selbstverständlich. Es funktioniert ganz gut, ja. Also, irgendwelche Kommazahlen durchdividieren. Na, sicherlich nicht. So ein Kann man, Papier. aber ist super slow. Ja, total. Ja, also da kannst du mich zum Jahresende dann noch einmal challengen. Können wir dann Super direkt coole. in der Jahresreflexion 24 am Ende des Jahres, kannst du mir dann Ja. on the spot ein Mathe-Problem lösen lassen im Oh, Podcast. I love it now already. Ich muss mir das nur aufschreiben, weil sonst werde ich es vergessen. Sehr cool. Dann bin ich wieder Du dran. bist dran. Ich habe zwei kürzere Fragen. Also eine, die erste Frage zuerst. Wenn du nächstes Jahr eine Reise gewinnst, an welchen Ort sollte die hingehen und warum? USA. Das war so klar. Aber wo in den USA? Ich habe irgendwie Bock auf Ostküste. So New England, wenn du so von New York nördlich weiter rauf fährst. Diese super Mini-Staaten, da war ich eh schon einmal. Aber irgendwie habe ich diese romantische und vielleicht romantisierte Vorstellung, irgendwo in so einer kleinen Cabin zu sitzen Und zu und zu schreiben. schreiben. The classic author thing to do. Ja, voll. Das oder die toskanische Villa. Das würde ich annehmen. Aber die USA, ich war zwar erst 22, aber irgendwie, sie gehen mal immer sehr schnell ab. Und deswegen kann ich da immer sehr schnell wieder zurück. Fühle mich sehr zu Das Hause ist dort. schön. Ich habe das vor kurzem eben in der Coaching-Session gesagt, du weißt welche. Habe ich gesagt, ich mache so viel mehr Sinn in den USA. Weil ich das Gefühl habe, ich Geil. passe zu den Menschen und zu der Mentalität viel besser dazu, als sie das hier tun. Und das habe ich so noch nie ausgedrückt, aber es war sowohl für mich als Coachie als auch für meinen Coach mindblowing, das so zu hören. Und das verdaue ich seitdem ein bisschen, was das mit mir macht und was das auch mit meiner Zukunft dann macht. I don't know. Voll spannend. Super cool. Also wo ich, wenn ich eine Reise gewinnen würde und sie könnte an einen beliebigen Ort gehen, dann würde ich mir für nächstes Jahr Neuseeland aussuchen. weil wir haben gemerkt in Australien, dass wir das lieben, dass die Flora und Fauna so anders war in Australien wie bei uns. Und das hat uns, das holt mich sofort in diese kindliche Freude und in diesen Genuss und wow, einfach rein, wenn ich in einer Natur bin, die mich zum Staunen bringt und Tiere habe, die ich so nicht kenne. Wir gehen auch super gern in den Zoo. Wir haben auch eine Jahreskarte für den Zoo in Schönbrunn, weil wir das lieben, halt so Tiere einfach anzuschauen und so weiter. Und ich glaube, dass es in Neuseeland da richtig viele coole Wow-Dinge zu entdecken gibt in einer Natur, die so anders ist als die wir hier haben. Und das verbindet mich immer total mit meiner inneren Kraft. Deswegen ziehe ich ja auch jetzt um, ja, näher in die Natur raus, weil mir das begeistert, in der Natur zu sein. Ja.
Ja, verstehe Okay. total gut. Ich vermisse auch immer noch die australischen Vögel. Weil bei mir fliegen da jetzt herum Spatzen und Spatz. Amseln, Krähen Tauben. haben wir Krähen auch, ja. in der Nachbarschaft. Und da hört es dann auch schon wieder auf. Und jetzt, Ja. die können nicht ganz mithalten. Also an meinem neuen Wohnort gibt es Reiher und Schwäne. What is an upgrade zu den Tauben und Raben, die wir jetzt gerade haben in der Nähe, in der Innenstadt, ja. Aber trotzdem, Kakadu und Kookaburra und Papageien in allen Farben etc. in Australien ist schon nochmal was Ja, da anderes. ist der Schwan dann. Der Kakadu. Jeden Tag in Sydney, wo wir so neben einem Park, eigentlich so einem riesen National Naturschutzpark gelebt haben, haben wir jeden Tag mehrere Kakadus besucht am Balkon. And I loved it. Es war Ja, so geil. Kakadus sind richtig So toll. cool. Vor allem, ich So habe dann intelligent auch. gegen Ende dann wirklich sie schon auch identifizieren können, wenn ich sie gehört habe, welcher Voll Vogel das gut. gerade ist. Also es war richtig cool. Okay, du bist dran. Ich bin dran. Ich glaube, das wird jetzt auch dann schon meine letzte. Dann darfst du abschließen. Für die Dinge, die wir uns vorgenommen haben und nicht vorgenommen haben, was ist für 2024 der wichtigste Habit, den du schon hast oder noch brauchst? Ich weiß es. Müllmeetings. Müllmeetings. Sau coole Antwort. Also Meetings, die dazu da sind, gnadenlos Dinge zu eliminieren. Also was darf alles in den Müll, was ist nicht mehr dienlich Ja. und was gehört weg, damit dieser Fokus so scharf bleibt. Ja, bin ja schon fertig mit meiner Antwort. Für mich ist es ähnlich auf einer persönlichen Ebene. Einerseits die aktiver wieder in die monatliche und wöchentliche Planung zu gehen, weil die planen ja gern also am Tag weiß ich immer, was sind meine wichtigsten Sachen, aber ich möchte, dass das, was ich mir für jeden Tag entscheide, dass die wichtigsten Sachen sind, reflektiert, was gerade für die Phase im Business das Wichtigste ist. Und da ist oft noch ein Disconnect da. Und das andere ist auch, und das ist das, was du als letztes Mal schon angesprochen hast, herauszufinden, also klar zu wissen, wie viel Zeitbudget habe ich. Das ist etwas, das einfach die Transparenz, die baue ich mir jetzt gerade auf. Wie viel habe ich tatsächlich zugeben? Dann kann ich mich nämlich ja aktiv dazu entscheiden, ob ich darüber hinausgehen will oder nicht. Ich möchte nur nicht das Gefühl haben, es entgleitet mir die ganze Zeit. Ich möchte da in der Selbstbestimmung die Entscheidung treffen. Und dann tut es ja nicht so weh, wie wenn ich das Gefühl habe, es ist so Absolut, passiert. dann ist kein Muss, dann ist kein Genau, Muss dann und ist es sein irgendwie, Ich man will. wurde rein navigiert, sondern na, ich entscheide mir jetzt ganz bewusst, das zu tun, so wie ich dir letztens erzählt habe. Mir ganz bewusst dazu entschieden, die ganze Nacht aufzubleiben, war voll cool. Ja, total. Aber Also wenn dann dann ist das es eine bewusste passiert, weil du Entscheidung, musst, ja. dann ist es eine richtig scheiß Nacht. Ja, das Ja, stimmt. und Definitiv, weil dann haderst. genau. Und das möchte ich auch zu diesen in einem Ritual zum Beispiel verpacken, wo ich einfach mit mir mehr reincheck. Und das andere, was ich noch brauche, habitmäßig, wird bei mir sicher 24 viel mit dem Essen zu tun haben, weil eines der Ziele für mich auch ist, mich mit meinem Körper anzufreunden und mit dem, was er alles mitbringt und da Wohlzufühlen. mich wohlzufühlen einerseits und einfach noch mehr Körpergefühl zu entwickeln. Was er jetzt gerade braucht, ob das Essen ist, Ruhe ist, ein Spaziergang ist, wie er immer. Und das in den Alltag so einzubauen, dass er Platz dafür da ist. Auch von diesem reaktiven Wegkommen mit, ich hatte jetzt einen langen Tag und der war länger als geplant und jetzt brauche ich eine Tiefkühlpizza. Das ist manchmal sicher drinnen, ja. Compensation, Ich ja. möchte nur nicht, dass es mein Default ist. Voll. Krass cool. Danke für die Antwort. Jetzt darf ich noch die letzte Frage stellen, Genau, korrekt? ja. Die ist auch lustig. Wenn du nächstes Jahr eine Sache erfinden könntest, die dein Leben einfacher macht, was wäre es? Wow. Ich find, über die Frage kann man sehr lange nachdenken und diskutieren, ne? Ja.
Also to unpack it auch für unsere Hörerinnen, ja. Überleg mal, was ist irgendein Problem unter Anführungszeichen, was du gerne gelöst hättest, wofür es aktuell vielleicht keine Lösung gibt, ja. Und dafür erfindest du was. Physik ist außer Kraft gesetzt, alles ist außer Kraft gesetzt, ja. Also there are no limits. Was wäre es? Welches Problem würdest du lösen, das dein Leben einfacher macht? Das sind wir mal egoistisch. Es hat sicher irgendwas zu tun mit meinem Gefühl von Zeit. Weil dadurch, dass ich meinen Arbeitstag jetzt doch auf andere Stunden fokussiert als noch vor einem halben oder einem dreiviertelten Jahr und sich viel in den Abend rein verschiebt, habe ich oft das Gefühl, dass ich danach zu wenig Zeit habe, um den Abend für mich noch zu nutzen, zum Beispiel. Ich kann mir ja den nächsten Morgen dafür nehmen. Das ist ja jetzt nicht das große Thema. Und gleichzeitig ist so dieses Abschalten am Abend für mich nach wie vor noch eine Challenge. Und das würde ich magically lösen, wenn ich Magic hätte. Dann wäre Aber das. was wäre das für eine Erfindung? Das wäre, ich sehe gerade so eine Schleuse, durch die ich durchgehe. Ja. Und dann ist Feierabendmodus und dann bleibt die Zeit einfach vielleicht für 2 Stunden stehen, weil die brauche ich dann. Und dann kann ich ins Bett gehen und das ist nicht eins in der Früh. Ah, das ist so wie, weißt du kennst ja die Chroniken von Narnia, wo man durch den Kasten durchgeht und man ist in einer anderen Welt, wenn man wieder rauskommt, die Zeit ist Genau, nicht, hat genau. sie nicht verändert. Voll. Und für mich ist es eben auch mit dem Ausbalancieren meiner kreativen Phasen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte nach der Arbeit noch schreiben, weil es mir wichtig ist, und dann fange ich an, aber es ist schon 10 am Abend, dann ist das oft nicht mehr mit meiner Energie zu vereinbaren und der Mindset nach dem ganzen Tag Arbeit ist ja oft einfach schwierig dann abzulegen und umzuswitchen und jetzt schreibe ich was kreativ, das gar nichts mit meinem Tag zu tun hat. Und ich glaube, das ist der Engpass, den ich damit gern lösen würde. Mehr Raum für mich zu schaffen und für diesen anderen State of Mind, in den ich dann oft noch reingehe. Und das Geilste ist, jetzt sind wir Coaches und wissen, dass du dir selber so eine Schleuse kreieren kannst. Natürlich, ja. Also, das habe ich mir während dem Reden auch gedacht, ja. Also, es ist gar nicht so magic, wie ich es beschrieben habe. Ja, Aber sondern very es ist realistic, ja. etwas, das ist etwas, das für mich trotzdem noch, also in meinem alten Job, selbst wo ich keine Bücher geschrieben habe, schon ein Thema war. Also es ist einfach etwas, das schon länger eine Challenge ist für mich. Und wenn ich mir die Arbeit sparen kann, um das zu lösen, dann würde ich das hernehmen. Löst das und dann entwickeln wir die Abendschleuse, weil ich schwöre dir, wahrscheinlich 80% der Klientinnen oder Hörerinnen, die Ja. zuhören, haben das Thema, den Job loszulassen, wenn sie in die Haustür reingehen oder wenn sie am Abend im Bett liegen, etc. Und wir nennen das die Abendschleuse, wo man durchgeht und dann auf der anderen Seite rauskommt und in einem anderen Modus ist. Egal in welchem Modus man sich wünscht, da kann man so verschiedene Programme auswählen. Ja, ich habe schon eine Idee, wie wir das gut Ich weiß machen auch schon, ich könnten. habe auch schon eine Idee. Okay, Life Product Development. So viel zum Thema Fokus, meine Lieben. Also, Ja, total. das ist halt das, was passiert. Wir sind jeden Tag mit so vielen Themen und Problemen halt konfrontiert, wo wir die Tools dafür haben, die zu lösen. Frage ist, worauf fokussiert man sie? Aber das kommt definitiv in den Product Backlog. Ja, auf jeden Fall. Es ist ja nichts, das uns Tage kosten wird. Also, das Na. kriegen wir hin. Was ist es bei Ja. dir? Wenn ich eine Sache erfinden könnte, und ich glaube, das ist schon mein ganzes Leben lang so, dann wäre es ein Teleporter. Letztens hast du zu mir gesagt, wo wir in der Stadt waren, alles gut, aber die Katja geht sehr schnell. Stimmt. Das ist gefühlt mein Leben. Ich gehe wahnsinnig schnell, weil ich gern von einem Ort zum anderen komme. Ich kann auch langsam spazieren, aber nicht zu langsam, eher so ein bisschen sportlich spazieren. Weil ich gerne relativ zügig in meinem Leben unterwegs bin und das ist auch, wie ich das Leben lebe, auf der Überholspur gefühlt, ja. Und ich weiß nicht, ob es mir gut tun würde. Also vielleicht ist es gut, dass es ihn nicht gibt. Aber, großes Aber auch dahinter. Manchmal denke ich mir so,
Ich würde jetzt gerne in frischem Gras liegen und einfach 5 Minuten die Augen dort drin zumachen. Aktuell in meiner jetzigen Wohnung, im 6. Bezirk in Wien, kann ich mich nicht in frisches Gras legen. Ich kann es bald. aber so dieses Gefühl zu haben, augenblicklich immer an dem Ort zu sein, der mir jetzt gerade gut tun würde, das wäre das, was ich machen wollen würde. Ich habe mir nämlich auch eine Meditation, die ich für unsere Klientinnen in Confident into Leadership aufgenommen habe, den Wohlfühlort kreieren und den so also als ressourcenstärkende Visualisierung auch. Und ich habe einen Wohlfühlort auf der Welt, den ich immer habe. Und der ist auch ge der ist geankert in einer Pose, die ich dort wirklich 5 bis 10 Minuten lang oder so gehalten habe, um den krass zu ankern. Das ist eigentlich in dieser Power-Pose hier, ja? Power-Pose, Arme in die Hüften stützen. Und das Orge ist immer, wenn ich in der Früh jeden Tag Yoga, Schulterstand mache, dann hast du ja hier, stützt du das Becken ab. Und meine Daumen sind genau an der Ankerstelle und ich bin jeden Tag an diesem Ressourcenort. Accidentally. Ja, sagen wir mal so, es ist so passiert, dass das so zusammenfällt. Aber das würde ich gerne können. Einfach mich dann, ja, natürlich nicht nur in der Visualisierung, sondern auch einfach alle mit allen Sinnen Orte zu spüren, zu erfassen, die ich jetzt gerade haben möchte, ja, in der Sekunde, ja. Und das ist sicherlich auch der Grund, warum ich mir für mein letztes Jahr ein Weihnachtsgeschenk gekauft habe, nämlich eine VR-Brille. Wo man genau solche Dinge machen kann. Auf einmal steht man in einem anderen Ort und ist da und kann sich den anschauen. Und ich finde das wahnsinnig inspirierend immer, an einem anderen Ort zu sein. Es würde all das Reisefernweh lösen, wenn wir uns teleportieren könnten. Also jedes Mal, wenn mir Und wäre total jemand. nachhaltig. Ja, total. Und das wird so viele Möglichkeiten reinbringen. Einfach so, wie du sagst, ja, ich bin verkühlt oder habe einen Ausschlag, ich brauche jetzt Salzwasser. Ja, Und voll. dann teleportierst du Bin dich in halt der einfach hin. Salzgrotte legen. Genau. Das wäre Und mega. das wäre richtig cool, ja. Also das wäre, also Ich glaube, ich glaube, die allerdings, wir Welt würde bräuchten im so. Chaos versinken, wenn wir das machen würden. Du hast keine Ahnung, wo wer ist mehr. Ja. Also Deswegen alleine denke ich auch, rechtlich. wir bräuchten auch so Paralleluniversen in der Ja. Hinsicht, dass jeder in seiner privaten Salzgrotte sein kann und nicht in der Salzgrotte von den Menschen sich in diese eine Salzgrotte teleportieren, Dass sich da weil das wird 20 zu Leute Chaos führen. stapeln aufeinander. Also wir müssen Ah. definitiv Paralleluniversen aktivieren und da empfehle ich echt den Film Everywhere, Everything at Once. Hat auch tatsächlich einen Oscar gewonnen, ich habe ihn davor gesehen, bevor Na, ein Oscar bevor er gewonnen cool hat, war. Trendsetter. Ja. Aber der Film ist so lustig und genial und hat so eine geile Message, genau in der Hinsicht auch, was wir diskutiert haben. Also strongly empfehlen, wenn man für ein bisschen Craziness offen ist, sagen wir mal so. Noch eine gute Weil Empfehlung chinesische. für die möglicherweise noch Ja. Urlaubstage im neuen Jahr. Ja, definitiv einfach auch mal solche Filme schauen, wo du das Gefühl hast, die haben eine Message. Ja, und sowas liebe ich sehr. Und der Film hat für mich definitiv eine Message. Meine Lieben, das war unsere erste Folge für Female Leader Stories Podcast 2024. Wenn sie dir gefallen hat, dann bitte gib uns eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast, denn wir haben auch das Ziel, unseren Podcast dieses Jahr viel bekannter zu machen und auch noch mehr Frauen dabei Unterstützung zu bieten, wie sie selbstbestimmt ihre Karriere angehen können und Leaderinnen werden in dieser Karriere. Also wir freuen uns auf deinen Support. Mach es wirklich, auch wenn es kurz 30 Sekunden Arbeit ist. Investier sie. Du weißt nicht, wessen Leben du damit ändern wirst, aber du kannst dir schon mal ausmalen, wer dadurch vielleicht den richtigen Job findet oder ein toxisches Arbeitsumfeld verlässt oder genau das macht, das Business gründet, was sie immer haben wollte in ihrer Karriere, weil du den Podcast empfohlen hast. In dem Sinne, alles, alles Liebe
Freue mich, wenn ich viele von euch persönlich kennenlerne in unserer Karriereakademie. Da starten wir, wie gesagt, am 10. Januar mit dem ersten Workshop des Jahres im Power Speech Strategies. Und am 25. Januar gibt es einen Workshop für unsere gesamte Community. Und da kannst du dich auch anmelden, wenn du auf unsere Website gehst. Ja, alles, alles Liebe. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hörst du schon den Ruf für deine erste Führungsposition? Dann bist du hier ganz richtig bei mir. Ich habe nachgezählt und es haben schon über 100 Frauen Confident into Leadership bei mir absolviert. Erst letztens bin ich gefragt worden, warum ich denn schon so routiniert bin und warum ich mir traue, eine Karrieresprunggarantie für meine Coachings anzubieten. Ganz einfach, weil ich weiß, was funktioniert und welche fantastischen Ergebnisse unsere Klientinnen auch erzielen. Durchschnittlich messen wir, dass sie, wenn sie ihren Job wechseln nach unserem Coaching, plus 30% mehr Gehalt verdienen. Wenn das auch gerade für dich ansteht, der Sprung auf deine erste Führungsposition als Teamleiterin, als Projektleiterin oder aber auch wirklich als Thought-Leaderin und Business-Leaderin im Unternehmen, dann nutze jetzt die Möglichkeit, ein 30-Minuten-Erstgespräch bei mir zu machen. Aktuell habe ich meinen Kalender dafür geöffnet und du kannst es direkt mit mir 30 Minuten deine Karriere besprechen. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder unter coachkatja.com/Termin. Ich freue mich schon riesig auf dich und vor allem auch dich als zukünftige Klientin bei mir im Coaching willkommen zu heißen. Alles, alles Liebe, deine Katja.